Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Lego Brick Tales. Und wir sind immer noch am Brick Talen und ich finde, das passt farblich sehr gut zu meinem tollen Outfit. Ich mag das Narren-Outfit sowieso am liebsten. Und deswegen werden wir jetzt Narren-Yoga eröffnen. Ja, auch wenn die sprichwörtliche Kanonenkugel des Lebens die sprichwörtliche Wand deines Yoga-Studios in Trümmer legt, es ist immens wichtig, weiterhin im Einklang mit deinem Atemrhythmus zu sein. Bleibe ruhig und ganz im Hier und Jetzt und erkenne das Licht in deinem Zentrum. Also so soll das bleiben, wie es ist, oder können wir irgendwie helfen, das wieder aufzubauen? Bitte repariert sofort das Yoga-Studio! Entschuldigung, das war nicht sehr achtsam von mir. Lasst mich kurz meine innere Ruhe wiederfinden. Ein Freiluft-Yoga-Studio sollen wir bauen. Platziere zwei Gewichte, Yogamatten, Hocker für den Barkeeper. Okay. Also, der Barkeeper, den tun wir mal dahin. Ich meine, es ist Freiluft-Yoga-Studio. Sind das die Yogamatten? Was ist denn das? Was sind Yogamatten? Das ist der Barkeeper? Okay. Barhocker. Ach, das ist ja eine Bar. Stimmt, das ist ja Bar-Yoga. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Das kann weg. So. Drei Barhocker. Dann machen wir die Gewichte hier an die Seite. So, und das sind wahrscheinlich die Yoga-Gurus hier. So. Haben wir. Ey, das ist immer so geil, wenn das Spiel selbst... Dann mach doch hier irgendwas hin, dass man da nicht bauen soll. Leute. Muss ich erst Spieleentwickler werden? Aber da kommt nur Schrott bei raus, das wissen wir alle. So, ein freier Yogakurs. Er hat einen Einzelhandelswert von 4 Golddukaten. Und ihr wollt, dass ich den einfach so hergebe? Mache ich ein Angebot. Ich möchte einer meiner Schülerinnen helfen, die mit ihrer Balance zu kämpfen hat, da sie nur das eine Bein hat. Okay. Ich werde euch den Kurs geben, wenn ihr mir ein hochwertiges Holzbein von unserem Spezialisten bringt. Ihr findet den oben in den Aussichtsturm. Ja, ich weiß. und der sagt bestimmt, oh, ich kann nicht genug sehen, baue den Turm noch höher oder so. Das ist hier Piratentausch, ne? Hier richtiger Piratenhandel. Wenn ihr ein Holzbein braucht, seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Ich brauche lediglich ein schönes Stück Treibholz. Ein Stück Treibholz? Ei, ei. Ja toll, und wo kriege ich jetzt Treibholz her? Oh Mann. Treibholz gibt's irgendwo am Wasser. Muss ich jetzt echt wieder zum Strand zurück? Aber hier sehe ich kein Treibholz. Das hier. Da gibt's noch was.
kriegen wir denn jetzt Treibholz her? Hier ist der Strand, aber hier gibt es kein treibendes Holz. Man soll es eh nicht mit Holz treiben wegen der Splittergefahr. Kriegen wir da Treibholz? Da liegt's rum. Zum Glück führte mich mein Instinkt. Aber guck mal, das ist extra nochmal, ne? Um die letzten Sekunden gekämpft hier in der Länge. Und was schießt er jetzt kaputt? Den Turm. Ich wusste es. Deswegen hängt das Seil da. Upsala, meine Schuld. Das geht auf meine Kappe. Soll natürlich, der Witz dahinter ist natürlich so nach dem Motto, es kann ja nicht so schwer sein, Cracker zu bekommen, aber naja, ihr seht. Oh, was ist das? Eine Höhle öffnen? Naja. Eigentlich würde ich aber lieber nicht die Höhle öffnen, sondern... ja. Einfach den Turm neu bauen. Mein Aussichtsturm, mein schöner Aussichtsturm. Das war mein Meisterwerk. Ja, ne? Dann bauen wir mal eine Plattform. Was? Was soll ich machen denn? Okay, der soll da hochkommen. Oder? Oder nicht? Kann ich den da drauf machen? Das geht. Das wird ein verrücktes Bauwerk mal wieder. Ich habe nur noch 3 Treppen. Die werde ich wahrscheinlich auch hier brauchen. Manu! Manu! Ob der überhaupt so weit kommt, ist die Frage, ne? Aber egal, wir bauen das jetzt erstmal. Und schauen, ob das so
Kann ich das verbinden? Ist das, warum kann ich das nicht verbinden? Weil ich da nicht bauen darf. Okay, also wenn ich da eh nicht bauen darf, dann... Wir schauen erstmal, ob der da überhaupt hochkommt jetzt. Warum fehlt hier eine komplette Treppe? Was ist hier passiert? So. Wieso ist es jetzt gecrackelt da? Okay, warte. Es lässt sich aber noch verbinden hier. Ah, Mist, dann kommen wir aber hier nicht mehr hoch. Oder drei schafft er, glaube ich, nicht, ne? Gucken. Ah, doch. Aber da komme ich jetzt natürlich nicht. Mhm, verstehe. Mal eben gucken, ob das schon reicht. Nee, da kommen wir jetzt nicht hin. Das heißt, wir machen hier noch eine Stepstone hin. Da unten hat er ja drei geschafft. Und dann bricht er, oder was? Da dürfen wir natürlich nicht reinbauen, aber da dürfen wir bauen. Das heißt, hier kann ich das theoretisch irgendwie noch vercrackeln. Sieht stabil aus. Schafft man natürlich jetzt wieder nicht, weil... Ne, dann sind es wieder vier, das schafft er nicht. Also weiter nach hinten. Gucken, ob das geht. Also rein theoretisch ist es ein Meisterwerk. Wie was? Na komm, machen wir ihm hier noch ein bisschen mehr Platz an den geplankten Bereichen. So, jetzt aber. Jetzt kommst du aber darüber. Keine Beschwerden hier. So. Siehste. Also, ist doch ein Meisterwerk. So, das ist ein schönes Stück Treibholz. Und hier bitteschön. Erstklassiges Holzbein, wie versprochen. Geh sorgsam damit um. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Ja, wir werden sehr sorgsam sein. So, endlich löst sich alles auf. Jetzt holen wir uns den Yoga-Zettel, dann holen wir uns den Fisch, dann holen wir uns den Cracker, glaube ich, hoffe ich. Ach, hier er. Was für ein perfektes Holzbein, das wird meiner Schülerin eine gute Stütze für ihre körperliche Balance sein. Und dann kann sie sich darauf konzentrieren, ihre wahre Balance zu finden. So, dann viel Erfolg dabei, eine Schatzkarte zu ihrem Besten zu malen, Kumpel. Ah, wir haben wirklich hart daran gearbeitet, um das Arr-Piraten-Stereotyp hinauszukommen. Naja, nehmt euren Gutschein und geht jetzt. So, dann haben wir den Yoga-Gutschein. Dann geht's zurück zum Strand. Ich hoffe, der Kanonier dreht nicht wieder durch. Ist man so eigentlich unbedingt, ja, nicht wesentlich schneller, oder? Anglerin? Bist du die Anglerin? Die Fischerin? Toll! Der Gedanke, dass du bald schon Yoga im Entspannen werde, hat mich jetzt schon viel entspannter gemacht. Ja,
habe sogar schon einen Fisch gefangen und das bloß dadurch, dass ich meine Erwartungen losgelassen und damit begonnen habe, das jetzt zu verkörpern. Also haben wir einen Fisch. Mit dem Fisch gehen wir jetzt zurück zu Jacques. Denn Jacques ist mein Freund und macht mir Cracker. Sehr gut, der mich gebrachte Fisch. Oh Mann, ihr werdet mich noch schnell ein Regenbecken bauen. Was? Ja, Chef, sehr wohl, Chef. Kommt sofort, Chef. Okay. Warum brauche ich ein Regenbecken für einen Cracker? Fang ein Regenwasser zu. Was? Ich soll Regenwasser sammeln. Okay, und dann stelle ich mal einen hier hin und einen da hin. Machen wir so. Jetzt haben wir 14 davon. Warum rot? Warum ist das jetzt rot? Achso, hä? Warum hing das in der Luft rum? Stimmt mit dem nicht. Dann habe ich zweimal das Ding hier. Das reicht aber nicht. Obwohl, warte. Ich schiebe das nach innen. Dann reicht das. So. Ist die Höhe eigentlich egal, oder? Ich meine, davon gibt es 4 Stück. Das ist offensichtlich, dass wir die hier für die Corners brauchen. Okay. Also die fallen ja, oh Gott, die fallen in so einem Riesen. In so einem Riesen. Oh Gott, oh Gott. Warte mal, fallen die auch links und rechts oder nur? Ne, die fallen nur auf die Länge, okay. Was das jetzt genau werden soll, weiß ich auch noch nicht. Aber wir machen das so. Mal kurz simulieren. Wie viel darf denn daneben gehen? Okay. Keine Ahnung. Ich setze das jetzt mal. Es muss ja nur einmal reinfallen, alles. Ach so. Das ist natürlich doof, wenn das so gar nicht geht. Oh. Warte mal. So. Sollen da alle reinfallen oder wie? Ich das nämlich vielleicht noch mal ein bisschen höher setzen. Wenn ihr versteht, was ich meine.
geht auch nicht. Das geht auch nicht. Dann mal wieder kurz alles runter. Mal kurz simulieren. Also es fallen so ein paar Sachen fallen noch am Rand runter. Das könnten wir aber hier mit relativ gut regeln. So. So. Ey, komm, drei Tropfen sind daneben gefallen. Stell das mal hier hin. Gucken, ob das was bringt. Ja. Rein prinzipiell, wenn ich jetzt lange genug warte. Oder es einfach noch öfter mache. Wieso ist da einer unten durchgefallen? Ja, komm. Jawohl. Das Regenbecken, wie gut das funktioniert einfach, Bon, nur endlich sollt ihr bekommen eure Cracker. Danke. François macht wunderbar und alles, was er bekommt, ist ein Danke, mon Dieu. Oh Gott. Und jetzt sprechen wir mit den Papageien. Achso, warte, wir können ja surfen. Warum ist denn das Surfding eigentlich nicht an? Oder gliden hier. Wally will einen Cracker! War geil, sie teilen sich die Cracker in kleine Teile auf, damit alle ein Stück davon bekommen können, wie anständig von ihnen. Ah, das Schiff liegt hinterm Schädel, Dummkopf. Nun sieh einer an, die Papageien haben uns tatsächlich verraten, wo wir das Schiff finden. Ankerlichten, reff die Segel, ihr Hunde. Und eine Möglichkeit, hinter den Totenkopf zu gelangen? Hab ich schon. Oh, doch nicht. Aber ich habe eine Kiste gefunden. Muscheln. Weißes Kaninchen. Folge dem weißen Kaninchen. Kopf ab! So. Da oben können wir noch was materialisieren, oder? Warte mal. Nee. Hier waren wir schon. Wir wollen hinter den Totenkopf. Da müssen wir rein. Und da ist eine verschlossene Tür. Da ist auch eine verschlossene Tür. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich raus und von nebenan irgendwie reinkommen. Kommen wir zum normalen El Strando. Mal gucken, ob wir von hier reinkommen. Da ist was Verborgenes. Da ist die verborgene Höhle. Da bräuchten wir eine Peitsche. Aha, aha.
Ist jetzt so die Abschlussprüfung. Oh, und hier ist eine mega Abkürzung. Da unten ist die Peitsche. Da ist ein Kanöckel. Ist hier noch irgendwas? Da kann ich hin, da ist aber zu. Da ist nix. Gebaut, ja. Irgendwie kommt man da an die Peitsche, aber wie? Weil da ist ja auch irgendwie gar kein Durchgang. Da geht's halt irgendwie hin, aber da komme ich gar nicht dran. Also das heißt, da muss ich auch von der anderen Seite irgendwie ran. Hier irgendwie. Ich beschwere mich vorhin noch, dass hier nichts ist. Ja, davon könnten wir uns irgendwann ein keckes Piratenoutfit leisten, aber... Dann bräuchten wir die Peitsche. Die Peitsche braucht man aber in jedem Level neu. Was ist hier? Nichts. Wenn gar nichts hilft, warte mal. Geh nochmal hier lang. Da ist ja so ein lila Ding, aber das hat kein Gegenstück. Kannst du mir helfen? Hey du! Tut mir leid, ich kann nicht aufhören, Dinge zu zerschießen, versprochen. Das hilft mir nur dabei, meinen Drang zu folgen, Dinge auseinanderzunehmen und zu verstehen. Ja, keine Sorge, diesmal wollen wir, dass du etwas kaputt schießt. Ich wusste es. Wetten, du schaffst es nicht, den riesigen Feldschädel hinten zu treffen? Aha, wetten wollt ihr? Nur zu, aber wenn ihr den Kanonator herausfordert, macht er vielleicht einen ordentlichen Bums gefasst. Tada! Volltreffer! Kennt jemand einen guten Zahnarzt? Hört ihr das Echo? Es ist tatsächlich eine Höhle hinter dem Totenschädel. Ich wusste es. Plopp. Cool, finde die restlichen 9. Findet so im ersten Durchgang die Hälfte von dem Zeug und dann kannst du das halt nochmal durchspielen. Mit allen Fähigkeiten. Und da kannst du dir dann den Rest holen. Aber wo ich gerade hier bin, nehme ich den mit noch. Ui. Okay, Leute, Tentakel, Kram, Bauwerke, hier wird noch was sein in dieser finalen Höhle, aber die machen wir dann in der nächsten Episode. Aber die Legende hat tatsächlich gestimmt, das Schiff war die ganze Zeit in dem Totenschädel, lass uns sicher gehen, dass es seetüchtig ist, bevor wir dem Captain davon berichten. Aber von einem riesigen Kraken, der sich im Schiff befindet, hat bislang noch niemand was gesagt, scheint aber ein freundliches Exemplar zu sein.
Ja, schauen wir mal, ob der freundlich gesinnt ist oder nicht, ob seine Tentakel an uns kleben werden oder nicht. Das werden wir sehen in der nächsten Episode hier bei Lego Brick Tales. Leute, danke, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.